wir haben quasi gelogen. Also das könnt ihr jetzt gleich bewerten, ob wir es geschafft haben. Ne? Ich freue mich jetzt tierisch auf die 50. Saison, die jetzt losgeht. Genau. Hi und willkommen bei Coaster Couple. Man hört hier gerade, hallo und herzlich willkommen im Europapark. Saison geht los. Es ist endlich Saisonstart und wir sind gerade angekommen auf dem Parkplatz. Es ist Punkt 8, es sieht noch nicht so super voll aus, aber die Hotels außenrum sahen schon gut gefüllt aus. Wetter ist heute eher mittelmäßig. Ja, also es hat zumindest aufgehört zu regnen. Ich bin guter Dinge, dass das Wetter sich auch noch unserer Stimmung anpasst. Genau, weil wir sind gut drauf, wir haben richtig Bock. Die Leute hier auch alle, man merkt richtig, dass jeder wieder Bock hat auf Europapark. Heute, wir waren zwar letzte Woche schon mal da, aber heute ist dann jetzt halt der erste richtige Tag, wo wir dann auch mal alles machen werden und so. Genau, um 8:30 geht jetzt die Eröffnungsrede los, die gucken wir uns auf jeden Fall an. Genau. Und davon zeigen wir euch jetzt mal ein paar Ausschnitte. Hello everyone, how are you feeling today? So, ihr Lieben, seid ihr noch da? Yeah. Alright! Herzlich willkommen, guten Morgen! 2:20 Uhr ici à l'Europa Park, die les Français ici. Wir freuen uns, dass Sie die Anreise zum heutigen Eröffnungstag des Europaparks auf sich genommen haben und schon so früh hier vor den Toren des Europaparks stehen. Es ist Tradition geworden, dass wir in jedem Jahr Sie persönlich hier am Haupteingang begrüßen, um Ihnen Dank zu sagen, um Sie auf die neue Saison einzustimmen. Wir haben gerade gehört, die Integration im Europapark funktioniert. Internationale Mitarbeiter aus 100 Ländern haben Sie heute Morgen begrüßt und der Brasilianer hat schon vergessen, seine Landessprache zu sprechen. Er spricht besser Deutsch als Brasilianisch. Sie haben das gehört. Wir haben in diesem Winter sehr viel gearbeitet, wir haben in dem Winter sehr viel für die Qualität, für das innovative Programm des Europaparks zur 50. Saison für Sie geleistet. Wir sind sehr früh am Start, Mitte März, aber wir sind zuversichtlich, dass auch die lange Saison Ihnen viel Freude macht und dass Sie es kaum erwarten können, den Europapark zu besuchen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Treue. In den allen vielen Jahren, es sind nunmehr fast 50 Jahre und wir starten heute zur 50. Saison, kurz vor dem 50. Geburtstag im nächsten Jahr. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir sind jetzt endlich im Park drin. Es war problematischer als erwartet. Also das mit den Drehkreuzen ist, glaube ich, für so einen großen Andrang. Also wenn so viel los ist. Schwierig. Sehr schwierig. Also es kam dann von allen Seiten und wir haben jetzt 40 Minuten quasi angestanden, bis wir jetzt drin waren. Egal, jetzt sind wir drin. Die Rede von Roland Mack, die ihr ja wahrscheinlich auch gerade Ausschnitt gesehen habt, die war sehr gut, fand ich. Ich freue mich jetzt tierisch auf die 50. Saison, die jetzt losgeht. Genau, wir haben richtig Bock. Und wir werden auf jeden Fall mal Ausschau halten. Das heißt nämlich, hier sind so Überraschungen versteckt. Gewinnspiele, ne? Ja. Unter anderem eine Fahrt auf Voltron. Mal gucken, ob wir sie finden. Wahrscheinlich eher nicht. Wir
haben uns jetzt halt auch gerade versucht anzustellen bei Virtual Line. Und es geht gar nichts. Also die ganze App funktioniert irgendwie gerade nicht. Wir haben erst gedacht, vielleicht ist das WLAN einfach nur überlastet. Lass mal aus dem WLAN rausgehen. Aber die Server von der App scheinen überlastet zu sein, weil da tut sich nichts. Also man kriegt keine Wartezeiten rein, keine Öffnungszeiten, kein Virtual Line, kein gar nichts. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in den hinteren Parkteil in der Hoffnung, dass es da ein bisschen ruhiger ist. Allerdings sind wir ja 40 Minuten später jetzt reingekommen als alle anderen. Also ich nehme an, dass der ein oder andere auch schon ganz nach hinten durchgekommen ist. Das ist sehr gut möglich. Entschieden, und zwar, vielleicht sieht man es schon im Hintergrund, Blue Fire. 15 Minuten Wartezeit. Das hat uns jetzt ein bisschen erschrocken, überrascht. Nein, eigentlich nur sie. Von Weitem dachten, sind es 10, sind es 100? Aber es hat sie am meisten überrascht, weil sie ja, wie ihr euch gerade erinnern könnt, noch gesagt hat, da ist bestimmt voll viel los. Das hast du gesagt, ja. Wir sind jetzt gerade tatsächlich Blue Fire zum Saisonstart gefahren, war ziemlich cool. Und das haben wir das erste Mal gemacht, ne? Zum Saisonstart. Genau. Und wir haben tatsächlich auch so zwischen 15 und 20 Minuten gewartet, würde ich sagen. Da hatten wir echt Glück, weil jetzt stehen sie tatsächlich bis draußen raus. Also wir blenden euch gleich ein, wie es aussieht. Wir stehen noch 20 Minuten dran, aber nee, jetzt ist langsam füllt es sich. Ja, Wodan hat jetzt auch 50, haben wir gerade gesehen, aber wir müssen heute nicht unbedingt hier viel fahren. Wir sind ja noch öfter wir hier. Wir saugen einfach die Atmosphäre heute auf, genau, und genießen es einfach hier zu sein. Wie man sieht, sind wir heute kreuz und quer durch den Park unterwegs, weil tatsächlich durchs Wetter und durch die vielen Menschen, die heute da sind, ist mit Fahren tatsächlich nicht so super viel. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber wir haben noch einen Zusatz zum letzten Video quasi, nämlich zum Geisterschloss gibt es jetzt Neuigkeiten. Also die werden sogar relativ viel, schätze ich, umthematisieren, neu machen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Es hieß, irgendwann im Sommer diesen Jahres soll es aufmachen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber es wird wohl sehr umfangreich. Man hat schon Artworks gesehen und sowas. Es sieht eigentlich ziemlich cool aus und ich freue mich ehrlich gesagt auch richtig drauf, weil das Geisterschloss gehört für mich irgendwie immer dazu. Zu jedem Besuch gehen wir immer ins Geisterschloss. Das ist quasi wie die Elfenfahrt. Ein bisschen ruhiger angehen lassen heute, aber so ein Europaparkbesuch ohne Silverstar, nee, geht nicht. Geht eigentlich nicht. Aber nur in der letzten Reihe. Also ich habe jetzt halt endgültig für mich festgestellt, dass sie mir nur in der letzten Reihe Spaß macht tatsächlich. Was uns heute aufgefallen ist,
Wir haben ja letzte Woche in unserem Neuheiten-Video vorgestellt, dass der Silver Star Store quasi umgebaut wurde zu einem Puma Store. Und es kein Silver Star Merch mehr gibt. Die haben jetzt quasi oben am Eingang, wo man die Bilder kaufen kann, jetzt nochmal ein bisschen Silver Star Merch hingestellt, wo man den kaufen kann. Wir haben quasi gelogen. Es hat nicht gestimmt. Sie haben Silver Star Merch. Wenn ihr aber unser Neuheiten-Video noch nicht gesehen habt, wir verlinken es euch hier oben in der Infobox. Sonst würde das Video zu lang werden, wenn wir jetzt nochmal alles aufzählen würden. Das Wetter hat jetzt ein bisschen umgeschlagen und deswegen mussten wir jetzt eine Zwangspause einlegen und haben uns mal ein Getränk geholt und hoffen, dass das Wetter wieder besser wird. Wir haben uns überlegt, frühes Mittagessen oder Bierchen. Wir haben uns für Bierchen entschieden, damit wir uns das Wetter schön trinken können. Nach unserem Bierchen jetzt, das länger gedauert hat, als wir es eigentlich vorhatten. Wir sind mega gut ins Gespräch gekommen mit denen, die gegenüber von uns saßen. Da sind wir ein bisschen versackt. Und dann hat es halt auch noch die ganze Zeit echt krass geregnet gehabt. Und jetzt sind wir einfach mal auf dem Weg ins Voletarium, weil da wird jetzt bekanntermaßen nicht viel los sein, weil da ist immer nur am Anfang viel los. Genau, jetzt fahren wir mal Voletarium. Ich glaube, wir haben noch nie was über das Voletarium in einem unserer Videos zum Europapark gesagt. Deswegen sagen wir jetzt mal was dazu. Wir finden es mega. Also mindestens genauso gut wie Soarin' Over the World in Orlando. Was es besser macht, jetzt geht da oben wieder die Musik los. Ich hoffe, man versteht uns trotzdem. Was es besser macht, sind die Gerüche, die da dazu kommen. Das ist einfach. Ich finde aber auch die Videos besser tatsächlich. Also ich finde die Videos teilweise schon ein bisschen besser, teilweise finde ich sie sogar ein bisschen schlechter. Weil ich finde, manchmal sieht man sehr krass diese Computereffekte. Manchmal. Aber ich finde es halt super, dass es halt auch viel Europa ist und so, ne? Weil ich stolzer Europäer bin und so. Deswegen, ich finde den Film eigentlich schon sehr gut. Was wir aber auf jeden Fall empfehlen können, kommt irgendwie über den Tag nochmal hier nach vorne. Weil morgens ist es immer brutal voll und abends ist es immer brutal voll. Wir haben jetzt 12 Uhr ungefähr, sind jetzt einmal hier nach hinten oder nach vorne gelatscht und haben quasi auf die nächste Fahrt gewartet. Also überhaupt keine Wartezeit, also es lohnt sich definitiv. Man muss auch sagen, geht auch nicht in dieser halben Stunde, in der der Park früher aufmacht, hierher. Also man wird ja schon in den deutschen Themenbereich gelassen, um 8:30 meistens. Geht dann auch nicht dahin, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Ihr wartet übel lange. Und wenn ihr mittags hierher geht, dann wartet ihr einfach nur auf den nächsten Film. Es geht viel schneller. Und ich muss jetzt pipi. Also es ist jetzt 12:30, also Mittagszeit. Und dann haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal was essen. Und wenn das Wetter jetzt schon anfängt, wieder mitzuspielen, dann kriege ich schon wieder so mediterrane Gefühle. Und deswegen gehen wir jetzt mal im spanischen Themenbereich beim Don Quixote mal was essen. Da waren wir auch noch nicht. Als wir im Hotel waren, mal. Genau, wir waren tatsächlich zur Parkzeit noch nicht. Genau. Nach dem sehr leckeren Essen, das wirklich, wirklich sehr gut war. Du hattest Schnitzel. Ich hatte Schnitzel und du hattest Piri-Piri-Hähnchen. Piri-Piri-Hähnchen war auch sehr lecker. Das war so lecker. Es war auch nicht sehr scharf. Also es hätte sogar für mich auch ein bisschen schärfer sein können. Also meins hat 16,90 € gekostet und deins? 13,90 oder 14,90. Also ich fand es okay. Also für den Geschmack war es wirklich super. Die Menge war jetzt nicht super viel. Ich hatte da 5 Kartoffeln drauf. Schnitzel war nicht super groß, aber es hat unfassbar gut geschmeckt. Und man muss halt sagen, es ist auch ein Bedienrestaurant. Genau. Ich wollte gerade sagen, Benzinrestaurant. Also ist schon okay vom Preis her, finde ich. Ja. Und jetzt habe ich Bock auf eine Runde Silver Star. Deswegen haben wir uns in den rasenden Roland reingesetzt
Und wir haben gerade ein bisschen gerätselt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Premiere für uns. Wir sind das, glaube ich, noch nie gefahren. Also ich erinnere mich zumindest Achtung, nicht mehr. Der Zug fährt los. Und dann geht's Attention. Doch. Le train va partir. Attention, please. The train is leaving. Und wir fahren los. Wir kommen jetzt gerade aus dem Kangkang-Coaster und trotz, dass wirklich relativ viel voll, viel voll ist heute, kriegt der Europapark trotzdem hin, die Operations echt gut zu halten. Das war jetzt angeschlagen mit was 25 Minuten und wir haben vielleicht 15 gewartet oder so. Und man muss halt echt noch erwähnen, es ist ja wirklich der erste offizielle Tag. Ja, es sind halt ein Haufen neue Operator da, die wahrscheinlich erst eingearbeitet wurden und sowas und es funktioniert einfach schon. Also da kommt Zug nach Zug, es ist echt. Also ich muss echt sagen, wir waren jetzt schon in einigen Parks, wie ihr bestimmt auf unserem Kanal auch schon gesehen habt. Und die Operations hier ist noch mit einer der besten, die ich irgendwo gesehen habe jemals. So, und jetzt hatten wir zweimal Action hintereinander und jetzt halt gucken wir mal in Skandinavien nach den Snorri-Touren. Da wäre ich auch dafür. Genau. Das Wetter spielt heute auch ein bisschen verrückt. Die ganze Zeit manchmal regnet es aus Eimern und dann ist wieder Sonnenschein, ne? Wo du die Sonnenbrille rausholen kannst. Man muss aber auch sagen, dass der Europapark hier richtig wieder aufgefahren hat. Also der Park sieht wunderbar aus. Überall sind die Blumenbeete neu gemacht und so. Viele Sachen haben einen neuen Anstrich bekommen und wurden wieder schön hergerichtet und sowas. Also ich bin echt begeistert. Es fühlt sich wieder an wie nach Hause kommen. So viel zu, wir machen jetzt mal was Ruhiges. Auf dem Weg zu Snorri haben wir gesehen, dass Voltron Testfahrten macht. Und wir haben die noch nicht gesehen, muss man dazu sagen. Und wir haben gedacht, oh mein Gott. Und er hat gesagt, komm, lass uns bei der Mia anstellen, weil da waren irgendwie 15 Minuten standen dran. Aber es stand irgendwie kaum jemand draußen. Und wir haben es echt geschafft, auch von der Mia die Züge zu sehen. Also das könnt ihr jetzt gleich bewerten, ob wir es geschafft haben, ne? Weil ich... Jetzt blenden euch jetzt halt mal die Bilder dazu ein. Also mega gut. Das sieht richtig geil aus. Ich habe richtig Bock. Oh Gott, noch 4 Wochen. Ey. Ich halte es nicht mehr aus. Wir haben uns direkt das ganze Wochenende blockiert. 26. April macht sie ja auf. Wir werden auf jeden Fall hier sein. Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Noch in Holland einen Crepe und einen Kaffee geholt und unser Plan war dann direkt die Piraten zu machen. Die hatten da glaube ich so 25 Minuten oder so in der Wartezeit und als wir uns dann quasi anstellen wollten, war es down und dann haben wir gesagt, ah komm, lass doch mal warten, das kann ja nicht so lange down sein. Und ich glaube, wir standen, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so, glaube ich, davor. Und dann ging es wieder und tatsächlich die Queue war relativ leer, also ich weiß nicht, haben wir 10 Minuten gewartet? 10 Minuten, hätte ich jetzt auch gesagt, 10 Minuten, ja. Ja, also da hatten wir diesmal richtig, richtig Glück.
den einen oder anderen Dark Ride gemacht, zum Beispiel Piccolo Mondo. Und eben kommen wir aus Madame Freudenreich und waren eigentlich schon so langsam auf dem Weg, unsere typische Abschiedstour zu machen. Also wir machen am Ende eigentlich immer diese Bootsfahrten im deutschen Themenbereich. Vor allen Dingen die Elfenfahrt. Also ich weiß nicht, wir haben es glaube ich vorhin mal erwähnt, wir hatten heute übel Probleme mit der App. Die Wartezeiten haben nicht funktioniert und wir haben auch versucht, eine Virtual Queue zu buchen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und ich habe jetzt nochmal durch Zufall durch die Wartezeiten gescrollt und habe gesehen... Es hat geklappt. Ja. Komischerweise haben wir jetzt eine Virtual Queue für... Wo dann? Gleich, ja. Also ist der Abschluss heute wahrscheinlich... Oder. Doch nicht nehmen, zum Schluss nochmal die Elfenfahrt, Bootsfahrt zu machen. Das muss sein. Das ist einfach Tradition bei uns. Es geht einfach nicht, dass wir nach Wodan einfach hier rausgehen. Ganz genau. Snorri haben wir tatsächlich gar nicht geschafft heute, was wir eigentlich unbedingt machen wollten. Aber irgendwie, also wir haben da noch nie gewartet und heute und auch letzte Woche war da so eine Schlange, dass die Leute bis oben rausstanden. Also das scheint jetzt ein Geheimtipp zu sein. Und die Schlange ist ja jetzt auch nicht unbedingt kurz da drin, ne? Dann war gerade eben noch skurril, als wir da in der Elfenfahrt waren, ist der Volo da Vinci festgesteckt. Und jetzt haben sie rückwärts wieder reingefahren. Und dann stand die ganze Zeit auch jemand unten vom Park und hat den Leuten, die da drin saßen, dann gut zugeredet und so, damit sie ruhig bleiben und so. Ansonsten für den Eröffnungstag fand ich es heute gar nicht so voll. Es war okay. Ja, fand ich auch. Von der Masse her, von den Leuten. Der Park hatte jetzt auch eine Stunde länger auf, also bis 19 Uhr fand ich jetzt auch fair. Also es ist jetzt auch 19 Uhr. Wir haben jetzt komplett die ganze Zeit ausgenutzt, aber mussten wir auch, weil wir ja morgens über eine halbe Stunde erstmal noch... am Eingang standen, bis wir reinkamen. Ansonsten, ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass das nächste Mal, wenn wir da sind, einfach schon Voltron aufmacht. Genau. Leider sind wir jetzt 5 Wochen lang nicht mehr da. Aber wenn wir das nächste Mal da sind, dann volle Kanone. 3 Tage und 3 Tage Voltron durchballern. Aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich bei uns auf dem Kanal trotzdem Content, weil wir waren schon in Paris. Da kommt demnächst was. Und wir sind natürlich jetzt halt auch weiterhin... noch in Parks. Es ist quasi jedes Wochenende ist schon verplant. Das heißt auf jeden Fall Abo dalassen und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.